Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Ja, es ist wieder mal dieses blöde Übergangswetter. Es schneit, es regnet, es tut, es windet. Ja, was machen wir denn da? Da bleiben wir natürlich mit der Kamera zu Hause, hocken uns vor dem Computer oder machen irgendwas anderes. Nee, wir sind doch keine schönen Wetterfotografen. Ich gebe euch jetzt heute mal drei Tipps, wie ihr auch bei schlechtem Wetter fotografieren könnt. Ja, das Wetter wird immer mieser. Ja, Klimawandel ist auch dran schuld. Nee, Spaß beiseite. Schlechtes Wetter gab es immer wieder mal. Also, drum hier auch hier meinen Regenhut. So, also, worauf müsst ihr darauf achten? Natürlich klar, dass euer Equipment geschützt ist. Da gebe ich euch jetzt mal drei Tipps, wo ihr da ja recht gut damit fahrt. Es ist vielleicht nicht für jede Kameraart gedacht, aber so jetzt hier für die Spiegelreflexkameras so oder die Spiegellosen mit Wechselobjektiv oder eben auch vielleicht für Bridge-Kameras kann man es vielleicht auch noch hernehmen. Da habe ich allerdings ein bisschen weniger Erfahrung, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber macht ja nichts. Also, Tipp Nummer 1: Habt immer ein Tuch dabei. Diese Mikrofasertücher, die kriegt ihr nachgeschmissen, wenn ihr irgendwie Brillen kauft oder ihr braucht bloß zum Optiker gehen oder bei jedem Objektiv sind die Dinger dabei. Super Sache. Gell? Falls Wassertropfen irgendwie vorne auf die Linse kommen, sauber machen, geht schon. Gell? Und das ist wie gesagt Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Schaut, dass ob ihr euer Objektiv vielleicht sogar Spritzwasser geschützt ist. Gerade hier bei den Anschlüssen. Gell? Das ist jetzt ein ganz einfaches, das hat es jetzt nicht. Es hat halt einfach den Vorteil, dass halt hier zwischen Objektiv und Kamera kein Wasser eindringen kann oder nicht so leicht. Muss ich aber auch fairerweise sagen, diese Objektive sind teuer. Machen wir keinen Hehl draus, die sind teilweise sehr teuer und ja, ist nicht sonderlich empfehlenswert. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich fotografiere sowieso bloß drin, der braucht sowas nicht. Aber jeder kennt es von uns. Man ist mit der Kamera unterwegs, zack, bumm, es kommt der Regenschauer kurzfristig. Man denkt, das Wetter geht noch. Also, es schadet nicht. Muss jeder für sich selber wissen. Ich sage mir von der Seite her, tut es einfach mal schauen, dass das. Oder achtet ein bisschen drauf, dass es eben, wie gesagt, Spritzwasser geschützt sind. Manche Objektivhersteller bieten es an, manche nicht. Wenn ihr Wert drauf legt, achtet einfach drauf. Gut, Tipp Nummer 3, ganz piepen einfach. Eine Tüte. Ihr nehmt eine ganz normale Mülltüte, Haushaltstüte, so eine kleine. Gut, das ist jetzt auch nicht gerade eine kleine. Ist auch so ein Klassiker-Tipp. So. Macht ihr da schön auf. Steckt eure Kamera rein. Und macht es einfach an einer Ecke von der Tüte noch rein. Ich habe jetzt bloß leider keine Schere da. Ach, bin ich wieder schlecht vorbereitet. So, macht einfach hier ein Loch rein. Ein Gummi drumherum. Normalen Schnipsgummi, das reicht schon. So, und dann ist eure Kamera größtenteils wassergeschützt. Ihr braucht nicht diese riesengroßen speziellen Regenkits kaufen für jede Kamera. Da zahlt sie euch dumm und dämlich. Sind teilweise auch sowas von starr, wenn man die drauf macht. Die sind, glaube ich, Vollgummi. Bringt nichts. Stinknormale Tüte, Loch reinmachen an der Ecke, Schnipsgummi vorne am Objektiv, hebt, passt, wunderbar. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht im Moment einmal, das waren ja drei Tipps, jetzt sind wir fertig mit dem Video. Ja, nee. Tipp Nummer 4, wieder mal schlecht vorbereitet, machen wir es doch ganz einfach so. Das hier mit dem Tuch, das war der Bonustipp. Gell? Nee, Spaß beiseite. Tipp Nummer 4 definitiv ist, schaut, wenn ihr mit dem Rucksack unterwegs seid, dass der wasserdicht ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr dann im Regen umeinander tauft. Und ja, dann macht ihr den Rucksack auf und alles ist batsch nass. Akku, gegebenenfalls Ladegerät, wenn ihr dabei gewesen seid, mit einer Powerbank und etc. pp. Und die Kamera selber, das muss nicht sein. Achtet drauf. Und wenn ihr nicht sicher seid, dass euer Rucksack nicht wasserdicht ist, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Es gibt diese Regenhauben für diese Rucksäcke.
die helfen euch wahnsinnig weiter. Also ich habe es immer dabei. Ja, kleines, das nimmt nicht viel Platz ein. Einfach bloß in einem kleinen Fach einfach verstauen. Und wenn ich das ein- oder zweimal im Jahr brauche, ich sage immer das Kondomprinzip, lieber eins haben und keins brauchen, als eins brauchen und keins haben, dann schleift sie halt das Ding mit, das wiegt nicht viel, da ist euer Handy schwerer. Also von der Seite her, nehmt es einfach mit, was ihr habt, habt ihr. Ja, das waren meine 4 Tipps, nicht 3 Tipps, 3 plus Bonustipps zum Fotografieren, wenn ihr draußen seid oder beziehungsweise bei schlechtem Wetter. Ich hoffe, ich konnte euch da bitte ein bisschen helfen. Falls ihr auch noch Anregungen habt oder so bei schlechtem Wetter, wie ihr euer Equipment oder irgendwas schützen könnt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten gilt, wie immer, Daumen nach oben, wäre klasse. Und ja, ich bin wieder auf Facebook aktiv. Mein Thema diesen Monat ist jetzt die Toy-Fotografie. Also wenn es interessiert, einfach mal auf meine Facebook-Seite schauen. Link ist unten drin. Und ja, ansonsten gibt es nicht viel zum Sagen, außer gut Licht, wie immer. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.